Ja, erstens bin ich natürlich froh, dass wir die nächste Runde erreicht haben. War ein hartes Stück Arbeit. Wenn man einfach mal bedenkt, wer heute bei uns alles ausgefallen ist. Aber ich glaube, dann macht sich das einfach auch bemerkbar, unser großer Kader. Ja, die Jungs, die heute reingekommen sind, besonders auch die Jungspunde, die 97er, Damian und Malek, die ein ja, richtig tolles Spiel abgeliefert haben. Da ein ganz, ganz großes Kompliment. Ja, zur Partie an sich war ein ausgeglichenes Spiel. Ich sag mal, wenn ging rauf und runter, Torchancen auf beiden Seiten. Macht Rating das erste Tor, geht Rating als Sieger vom Platz. Ja, dann hatten wir das Glück auf unserer Seite, sogar noch in Unterzahl. Ja, auch da ein Kompliment an die Mannschaft. Da nochmal wirklich nach Sonntag, nach harten 90 Minuten auswärts, hier wieder auf dem tiefen Rasen. Ja, so noch drin zu sein, wirklich das Tor dann auch in dem Fall zu erzwingen. Das war wirklich gut, was uns, glaube ich, auch gut tun wird, dass wir zu Null gespielt haben. Ist bisher noch nicht so häufig passiert in dieser Saison. Das wird der Mannschaft sicherlich weiterhin Selbstvertrauen geben. Ja, mittlerweile sind wir seit 4 Spielen ohne Niederlage, haben so einen kleinen Lauf, 2 Siege hintereinander. Ich hoffe, die Mannschaft stabilisiert sich von Woche zu Woche. Und ja, jetzt müssen wir zu Hause gegen Bocholt wieder ran. Und ich hoffe, auch da wieder erfolgreich. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend und Rating alles, alles Gute. Dankeschön. Ich möchte dem ETB Schwarz-Weiß gratulieren zur dritten Runde. Damian Apfeld, herzlichen Glückwunsch. Wir haben leider verloren. Ich denke, dass wir ja turbulente 24 Stunden hinter uns hatten, oder es war jetzt auch ein bisschen Aufregung hier. Wir haben uns aus meiner Sicht gut aufgestellt, die Mannschaft hat viele Dinge gut umgesetzt. Wir haben, denke ich, in der ersten Halbzeit auch ein recht gutes Spiel gemacht, haben leider die Torchancen nicht genutzt. Es waren nicht viele, aber ein paar sehr gute dabei. Schwarz-Weiß hatte kurz vor Schluss dann einen. Ist auch jetzt müßig, es war aus meiner Sicht ein hohes Tempo im Spiel von beiden Seiten. Beide haben sich nichts geschenkt. Schwarz-Weiß hat das gut gemacht, muss man anerkennen. Wir haben leider auch mit ein paar Torchancen nicht genutzt. Ist dann so im Fußball, dann verliert man 1-0. Ich habe den Jungs gerade gesagt, wir werden das Positive mitnehmen aus diesem Spiel. Wir werden gemeinsam versuchen, jetzt viele Dinge besser zu machen. Viele Ansätze habe ich heute schon gesehen. Die waren gut, die Einstellung war gut, die Laufarbeit war gut. Und von daher muss man weitermachen. Ist nicht schön, wenn man verliert. Und dann ist auch nicht immer alles richtig, aber ich denke, dass die Mannschaft zumindest heute, was bestimmte Tugenden betrifft, sich gut dargestellt hat. Und ich möchte deshalb auch mit den Jungs vernünftig darüber sprechen, wie wir jetzt weiterarbeiten werden. Wir müssen jetzt hart arbeiten in den nächsten Wochen, das wissen wir. Aber ich glaube total an diese Mannschaft. Wir sind hier ein toller Verein und wir werden das hinbekommen. Vielen Dank.